bin ratlos, Karl. Ich wollte doch nur Frieden für uns, doch alles, was ich berühre, zerfällt zu Staub. Ich bin ratlos. Um mich herum bricht die Welt zusammen und ich versuche, das Richtige zu tun. Aber ich finde keine Antworten. Ich will nicht, dass Blut fließt, egal welcher Farbe. Aber wir werden abgeschlachtet. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich vermisse sie, Karl. Ich vermisse sie so sehr. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig.
North hat mir alles bedeutet. Sie hätte sich für mich geopfert. Du konntest nichts für sie tun. Sorgen wir dafür, dass sie nicht umsonst gestorben ist. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Wie ist unsere Lage? Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Sie töteten North vor meinen Augen. Und ich konnte nichts tun. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr? Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn du Jericho nicht gesprengt hättest. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Thank you.